Oh, das Loch! Ja, jetzt rein damit. Rückwärts! 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 Gute Richtung! Lass sie doch einmal gehen! Nein! Lass sie doch einmal weiterfahren! Ich bin mal wieder im wunderschönen Berlin in der Hauptstadt unterwegs, denn hier wohnt einer der Top-Streamer Deutschlands und ich bin schon gespannt, wie die Klingel diesmal klingelt. Wir haben nämlich eine Ansage im Gepäck. Ansage! Aufmachen! Hallo! Hallo! Ach du, moin! Da bist du ja! Darf ich reinkommen? Ja, komm rein. Zu spät oder was? Nein, ist okay. Ist okay? Okay. Ja, dann komm ich gerne rein. Schuhe komm, aus komm oder was? Rein. Lass an! Okay, gut. Obwohl ich gerade sauber gemacht habe. Hast du wirklich, ne? Aber es sieht sehr, sehr sauber aus. Okay. Warum hängen hier die Fahrräder an der Wand? Weil ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist komplett platt hier überall. Ja, das ist leider ein bisschen kaputt. Und deswegen ist die Luft irgendwann ist die Luft raus. Und wie wäre es mit reparieren? Kannst du das nicht? Kommt noch. Jetzt ist ja jetzt Frühling. Und dann bringe ich die um die Ecke in den Laden und dann machen die das. Ach, die machen das. Ja, die machen das. Ich lass mal. Ja, lass mal rein. Das war eine Challenge auf dich. Komm mal rein hier. Ja. Komm mal rein hier. Zeig mir doch mal das gute Stück hier. Guck mal. Das ist dein Reich hier. Ja. Ne? Geil. Hammer. Ich hab das so aufgebaut hier. Ja, für den Stream natürlich. Immer schön nerdiges Zeug gesammelt und dann in den Hintergrund gestellt. Weil die Kamera ist da drüben und dann zeigt die das schön, weißt du? Ja, ist schön. Und offensichtlich auch Gitarren, stehen sie auch nur zu Ziele oder spielst du? Nee, ich spiele tatsächlich. Ja? Im Stream spiele ich ab und zu, aber ich bin dafür bekannt, dass ich nur drei Akkorde spiele. Also immer die gleichen. Das geht ja schnell, drei und Akkorde. Und es reimt sich auch nicht. Ich würde sagen, kannst du? Was soll ich jetzt was spielen? Naja, die drei Akkorde wollen aber wir schon das hören. Das war jetzt nicht gestimmt, das war ja jetzt, bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Okay, mal gucken. Geht so? Hey Gunnar, wie geht's dir so? Hey Gunnar, das Wetter ist so mittel draußen. Ich bin aber wirklich beeindruckt. Schon, ne? Aber du hast gemerkt, drei Akkorde und es reimt sich nichts. Wollen wir uns setzen und mal gucken, was Lorian vorbereitet hat? Okay, Arthur, bist du bereit? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Weiß ich nicht. Also es geht ja um Rocket League. Rocket League. Kannst du das? Ich hab's mal eine Weile gespielt. Ich hatte eine Videoreihe, die hieß Road to Pro sogar. Okay. Aber die ging nicht sehr lang. Oh, ihr Selfish, kommt, wir spielen mal wieder ein bisschen Rocket League. Road to Pro. Oh! Ich sage dir, das war ein Fehler deinerseits. Okay, aber wir wissen ja gar nicht, was sich Lorian ausgedacht ja, hat. Ja, ich bin super gespannt. Von daher, wollen wir ihn mal dazu holen? Ja, bitte. Und moin. Da ist er. Hallo! Hallo! Moin! Hey! Moin. Na, wie geht's? Gut, und euch? Ja, sehr gut. Wir sind hier mega sehr aufgeregt, ich vor allem Arthur. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Ach, musst du nicht sein. Du sag mal, Rocket League, wie bist du da drin? Geht's. Ich bin nicht kein Pro. Nee? Nee. Hast du einen Rang oder sowas? Gibt's da Ränge? Da gibt's Ränge, ne? Ja, es gibt Ränge, ja, es gibt Ränge. Ich glaube, ich war Silber. Ja. Okay, ist schon mal besser als ich. Ehrlich? Ja, ich glaube, ich bin gar nicht eingerankt. Was gefällt dir denn eigentlich am besten an Rocket League? Oh, dass man mit Freunden so zusammenspielt. Und ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall das. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Alleine ist nicht so viel. Deswegen bin ich auch alleine. Ja, oh, zum Glück bist du da, Gunnar. Hast du irgendwelche Tipps denn? Ich würde Kamera auch einstellen, dass der immer auf dem Ball bleibt. So, man kann ja Dreieck drücken und dann ist die Kamera immer auf dem Ball fixiert ist. Was hast du denn sonst für Hobbys, wenn es nicht nur Spielen ist? Schwimmen und Fußball spielen. Fährst du gar kein Fahrrad? Fahrradfahren ist sehr gut. Doch, aber ja, ist ja nicht Hobby, würde ich sagen. Ja, ist nee, einfach nur von A nach B. Ja, ja, früher war das einfach nur irgendwo hinkommen. Ja, erzähl doch mal, was hast du mit Fischkorb heute vor? Ja, also ich habe eine Challenge für ihn. Er muss in Rocket League auf jeden Fall gegen sehr harte Computergegner spielen. Nee. Und er muss auf jeden Fall 2 von 3 Challenges schaffen. Und was muss er da genau machen? Er muss einmal Basketball spielen. What? Dropshot, also ja, Dropshot. Und Eishockey. Ich dachte, wir spielen ganz normal.
Nee. Okay. Ja, gut. Ja, ey, ich tue mein Bestes. Du bist doch Profi. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin mal gespannt, oh Gott, wie er sich schlägt. Mal gucken. Danke sehr. So, es geht los mit Dropshot. Hast du das schon mal gespielt? Weißt du, worum es geht? Ich habe das noch nie gesehen. Der Dropshot-Modus ist ein Modus, da hat man einen Ball. Und dann kann der aufgeladen werden und dann muss er auf die andere gegnerische Seite. Und wenn er dann da den Boden zweimal berührt und dann in dieses Loch fällt, wo die Platte dann halt weggeht, dann hat man halt einen Punkt. Geht schon los? Ich habe 100, habe ich immer vollen Boost? Nee, der geht aber automatisch. Oh, guck mal! In diesem Modus. Hast du es gesehen? Du kannst ja noch fliegen. Hast du es gesehen? Ja. Boah, ey, das war gut. Das hat nichts gebracht. Oh nein. Guck mal, jetzt hat der gerade den Bereich so, wie gesagt, so ganz doll eingefährt. Jetzt musst du den stoppen, bevor er auf den Boden fällt. Oh. Sehr schön. Jetzt ist der, hast du gesehen? Ey, ich bin richtig gut. Jetzt ist der von. Genau, da musst du mal von hoch springen. Runterfallen. Jetzt kannst du ihn locker fangen. Perfekt, das ist ja eingefärbt mit deiner Farbe. Da, guck mal. Sehr gut. Wie mache ich jetzt den Powerball? Erzähl nochmal. Hast du gemacht? Ja. Der Powerball ist, wenn er so blau oder halt so rot leuchtet. Färbt er so einen ganzen Bereich ein. Ja, du machst das doch super. Finde ich auch. Finde ich auch. Muss ich mich selber gerade kurz ein bisschen beneißen. Oh. Hey, das ist ja voll der gute Modus. Muss ich aufhalten? Sehr gut. Oh, shoot. Jetzt ist er wieder aufgeladen. Komm, auf die andere Seite bringen. Nein, kriegt er nicht. Hast du. Natürlich dann. Oh. Guck, da geht er auf. Siehst du? Ja, aber das heißt noch nichts. Okay. Dann steht ein Loch da oben. Ja, da musst du jetzt rein. Da kannst du auch rein, einfach reinkicken, den Ball. Oh. Oh nein. Das sieht gerade echt schlecht aus. Der ist nicht eingefärbt. Willst du eigentlich, dass ich gewinne? Oder? Das wäre das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Wirklich. Ich finde aber, du machst das richtig gut. Aber es ist natürlich auch ein Gegner nur. Nur, der ist auf All-Star-Schwierigkeit. Ja, okay. Das ist, wenn der Bot, also der schwerste Bot von ganz Rocket. Ich habe den Tipp gekriegt von Lorian, dass ich auch die Sicht immer auf den Ball haben soll. Ich glaube, das ist hier auch ganz siehst gut. Du meine Zeichen. Schön. Guck mal, da ist der ganze Boden offen. Da muss der Ball jetzt rein. Oh! Das ist ein guter Modus, ne? Schade, dass du ihn noch nie gespielt hast. Aber das sieht echt schlecht aus. Jetzt ist dein ganzer Bereich schon blau. Ich mach das. Mach dir mal gar keine Sorgen, bitte, Gunnar. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, sieht schlecht aus gerade, ne? Ja. Nee, gut, lass ihn mal! Ey, der muss doch eingefärbt sein, dachte ich. Muss er nicht? Nee, der muss nicht eingefärbt sein, Fentor. Geht doch ohne. Also, ich habe keine Farbe verwechselt. Jetzt muss ich. Ja! Wow. Oh nein, ich bin drüber. Ja! Wow. Ja! Hey. So, und jetzt wird dein Bereich wieder, also sein Bereich ist dann wieder komplett neutral. Das war echt gut. Am besten jetzt einfach nur halten. Soll ich nochmal fliegen? Das passt auch gut. Sehr schön. Gut, alles gut. Man kriegt einfach noch in der Zeit den Boost. Oh, jetzt ist alles weg. Genau, du kriegst den Boost nach der Zeit. Jetzt musst du aufhalten. Oh. Hau ihn weg. Oh. Schön. Machst du richtig gut. Aber alles kommt sich ändern. Oh nein. Gerade wo du es sagst. Ja, siehst du? Pass auf. Oh, da ist ein Loch. Das Loch. Oh, sieht schlecht aus. Oh mein Gott. Was ein Save. Schon wieder ein Loch. Du hast dich gerade noch gerettet. Ich sehe nichts. Nein. Oh. Nein. 1-1. Der heißt Dude. Dude. Die KI heißt Dude. Ja, du. Ja, warte mal. Es ist alles 1-1. Es wird knapp. Schaffst du. Wir machen es auch ein bisschen spannender einfach. Ja, ne? Spannend. Das ist auf jeden Fall. Was? Ist wirklich sehr spannend. Eine Minute. Oh, das war nicht gut. Das war. Ich hab ihn gebombt. Er hat ihn zerstört. Heißt es Bumm? Vielleicht, Lorian, weißt du, wie das heißt? Ja, zerstören. Ist das der richtige Ausdruck? Das steht doch dann. Ja. Guck mal, da ist das Loch. Jetzt muss er nur reingehen. Komm, einfach nur ganz bisschen antippen. Ja! Wow. Bäm! Sehr schön, noch 30 Sekunden. Das nice. Er doch nie. Der Dude ist aber auch ganz gut. Und du hast es noch geschafft. Nochmal fliegen jetzt. Komm, nochmal fliegen. Komm, ey, das schaffst du. Mach auf Action. Das schaffst du. Und halt ihn einfach nur in seiner Hälfte. Wir glauben alle an dich. Guck mal. Oh. 20 Sekunden, komm. Oh, da sind Löcher. Einfach nur locker. Nein, er hat mich weggepasst. Nein! Nächsten 17 Sekunden. Also ich sag ja. Ich konnte nichts machen. Das war unnötig, ne? Ich konnte nichts machen. Flieg nochmal. Soll ich mal fliegen? Also du hast ja einen leichten das Vorteil du. Von ja, dir. Das war gut. Sind aber ja schon Teils eingefangen. Hinterher einfach. Fisch, komm, wo wir hin? Ja. Um 5 Sekunden. Also es ist ja noch nichts verloren hier. 3, 2, 1. Und Verlängerung. Ja, das hätten sie mich jetzt auch weiterspielen lassen können. Das stimmt.
Nein! Der hat deine Schuhe. Komm zurück, der ist auch auf dem Boden. Dreh dich! Ah, wir sind aber auf der anderen Seite, ne? Genau, sehr gut. Komm, du musst springen! Das war Pech. Du darfst ihn noch nicht auf deine Seite lassen. Nix. Alles gut, das ist ja in deiner Farbe, dann ist alles okay. Du musst noch ein bisschen mehr Training springen, glaube ich. Ah! Oh. Was hat er jetzt gemacht? Das war blöd. Wie viele er auch gekriegt hat. Soll mal ganz kurz gucken? Jetzt wieder umschalten. Nein! Also du machst das auch eigentlich ganz gut, bis auf jetzt. Oh. Ey, du schaffst das! Oh, das noch! Ja, jetzt rein damit, rückwärts! Rückwärts! Geh weg! Nein! Nein! Oh Gott, ist das aufregend! Das war ja knapp! Es war so knapp! Komm einfach in das Loch kicken jetzt, das ist gut. Gute Richtung, gute Richtung! Ja. Gute Richtung! Lass ihn doch einfach gehen! Nein! Lass ihn doch einfach reinfahren! Mann, der war doch... Herr Bord, das ist echt gut. Da, jetzt aber... Komm, ey, das schaffst du noch. Wirklich? Das ist doch alles jetzt voll mit Löchern. Jetzt geh da runter. Muss doppelspringen. So, jetzt lass doch einfach mal. Einfach mal lassen, sagst du? Einfach mal lassen? Aber ich lass jetzt mal. Nein, nicht lassen. Nein, nicht lassen. Ja. Ja? Passt. Nein! Okay, Entschuldigung, wir haben rumschreien. Ja, hier. Aber so jetzt. Ach du Scheiße. Jetzt musst du ganz vorsichtig sein. Was hast du? Nein. Was machst du? Flieg! Wie viele Löcher da drin? Was machst du? Nein, jetzt mich rüber! Oh, das ist. Komm, er kommt. Oh, da sind die Löcher. Gut. Warte. Oh. Ah, nein, ey. Oh. Ist das unangenehm? Lass mich! Den da rein. Oh. Jetzt bummt er. Ja, geh rein! Ja! Das war so knapp. Oh Gott. Oh mein Gott! Mit 2 Minuten 10 Verlängerung, das war sauknapp. Er hat es noch geschafft. Es war ja auch alles voll mit Löchern da bei dir. Es ist zu aufregend. Ich muss erstmal runterkommen. Nee, es geht jetzt direkt weiter. Es geht direkt weiter? Es geht direkt weiter. Ich muss aber runterkommen. Basketball jetzt. Nee, bitte nicht. So, du hast jetzt einen Punkt schon geholt, du brauchst noch einen. Also wenn du jetzt das hier gewinnst, dann hast du es schon geschafft. Krass, das ist verrückt. Warte mal, 1 gegen 2. 1 gegen 2. Du hast also jetzt 2 Gegner. So ist die Challenge. Machen wir nächste Woche. Also wenn du das jetzt schaffst, hast du es geschafft. Oh Gott. Es geht ja auch um viele. Hab ich mit Boost? Oh. Also man kriegt halt nur einen Boost, wenn man über die orangen Felder fährt. Aber kennst du ja. Ja. Das kennst du. Der hat mich aber... Nicht ein Eigenkorb. Heißt das Eigenkorb? Nicht Eigenkorb. Boah, das kann schwierig werden. Mann, das hatte ich vergessen. Ey, komm, mit Boost kannst du schaffen. Spielen doch wahrscheinlich die meisten Profis dann auch, ne? Ja. Also, das also nicht, nur, dass das du das jetzt... Die meisten Profis. Jetzt wärst du Profi. Warte. Komm. Nee. Torschuss schon. Zumindest mal ein Torschuss. Ja, Boost. Guck mal, da muss man kurz jetzt nach vorne kommen. Boost. Ja, genau so. Um zu kommen, du schaffst es. Mal genau ist. Oh, jetzt kriegen wir noch hinterher. Oh. Passiert, hätte ich schon fast gedacht, aber nee, alles safe. Nein! Rebound geholt. Jetzt bin ich aber. Oh Gott! Gut. Ich war nie wirklich gut im Basketball. Oh, nochmal zerstört. Jetzt! Ja, jetzt schreit er! Doch hoch. Oh Mann! Ich hatte keinen Boost mehr! Ja, hol dir mal einen Boost. Schalten Boost einsammeln. Gucken hier, zack, schalten wieder um. Und jetzt kommt er. Nee. Die Technik mit der Kamera hast du auf jeden Fall drauf. Also. Jetzt. Muss man jetzt. Ihr bekleckert euch jetzt beide nicht so richtig mit Ruhm hier. Noch alle drei meinst du? Es liegt meistens an mir. Ist ja gut jetzt. Jetzt ist der Beste. Oh nein. Boah. Wenn die Gegner jetzt gewinnen, kommen wir noch mal das Eishockey spielen können. Ja, ne? Finde ich auch gut. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich verraff das komplett hier. Eine Minute. Ja. Komm jetzt. Komm. Letzte Minute. Mal kurz hält er wieder an. Nee, warte, weil guck mal, jetzt werden die den spielen. Ja. Und dann. Ja. Hey, wow. Was hat das jetzt gebracht? Ich dachte, die legen mir den quasi vor, so ungewollt. War knapp. Da spielen die unten, da, ne? Jetzt aber! Da ist er! Ja. Bam! Wie der reingebaut ist? Ja, der war wirklich stark. Muss von den außen. Ich hab gar nichts gemacht. Nochmal fliegen jetzt am Anfang. Oh, den kann man aber gut am Anfang, glaube ich, rein. 35 Sekunden. Ja, wenn man treffen würde, ja. Und ein bisschen mehr Boost hätte. Probier einfach den Ball die Gasse auf die Seite zu lassen. Guck mal, jetzt. Nein! 30 Sekunden. Okay, 30 Sekunden noch. Komm. Jetzt aber nicht. Schwabbe noch mal mit dem Versuch. Oh. Nein, der geht wirklich rein! Oh Gott, der geht wirklich rein in den letzten Sekunden. Das ist jetzt nicht. Ja, das ist natürlich bitter jetzt. Das ist nicht der Schwabbi. Ja, egal, kann man nichts machen. So, warte mal, jetzt gucken wir mal, ob wir reinfliegen. 12 Sekunden. Mach direkt 12 Sekunden, sonst bist du wieder
Passt wahrscheinlich gut aus. Hast wahrscheinlich jetzt gleich nochmal den Versuch, weil natürlich höchstwahrscheinlich geht es jetzt wieder in den Tiebreak. Ne? Oder du machst ihn oder? No. Nein! Verlängerung. Komm, direkt reinfliegen jetzt. Ja. Oh nein, es ist deine Seite. Das hat nicht geklappt. Hol dir Boost, ja. Gut, ja, genau so. Ja. Nimm mal den Bayer weg. Oh, hab ich den jetzt selber? Komm. Nee, alles gut, ganz parade. Komm, den hast du. Und jetzt reinmachen. Nee, der muss hier erstmal hoch. Ich komme. Oh. Oh Mann, ey, ich bin schwer so aufgeregt. Pass auf, Schwabi. Nein, der geht rein! Verloren. Du hast verloren. Das war's. 1-1. Das heißt, wir gehen in die dritte Disziplin. Woran hat's gelegen? Ich hatte so ein Geräusch im Ohr die ganze Zeit, im rechten Ohr. Ja, Geräusch. Aus dem. So ein komischer Input, der mich ein bisschen abgelenkt hat. Und dann ach, mich, meinst du? Kleiner Scherz. Nee, komm. Ich fand's gut. Wir kommen jetzt zum Finale. Oh. Finale. Es ist viel zu spannend. 1-1. Ich wollte es eigentlich nicht so spannend machen. Ich bin ehrlich, ne? Eigentlich, ich wollte das jetzt eintüten, weil es einfach meine Nerven auch nicht so richtig mitmachen. Und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir beim Eishockey. Wir spielen unfair 1-2. Klar. Also genau wie eben. Wenn du bereit bist, ja, okay, kommt es jetzt zum Finale. Kannst du bitte sehr positiv sein? Ich brauche jetzt deine positivste Energie, die du hast. Ja. Bin mehr vorhanden. So, gucken. So, da liegt auf jeden Fall jetzt diesmal ein Puck statt ein Ball. Schon mal die erste Änderung. Okay, das ist eine krasse Physik. Oh. Nein. Schaffst du. Nicht schon ein Tor machen. Knapp. Oh, rückwärts. Ja, rückwärts. Nein. Aber der war. Nein. Der hat ihn gerettet. Nein. Oh, die sind viel zu gut. Die sind viel zu gut. Hör mal auf. Die sind unfair. Halt. Mach mal kurz Pause. Du schaffst das. Ich kann nicht Pause machen. Okay. Aber danke. Ich wollte dich kurz motivieren. Das hast du sehr gut gemacht. Okay, du schaffst es. Ich hätte es safe geschafft. Er hat den Boost. LG4. Ja! Komm, das war aber jetzt auch einfach. Guck mal. 1-1, aber noch 4 Minuten. Ich halte es nicht aus. Ach doch. Und dann noch die Verlängerung, wie eben auch immer. Sie haben aber hier einen Vorteil, dass sie zu zweit sind. Guck mal, weil die. Ich glaube, das ist nie so ein Nachteil. In keiner von den Disziplinen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Guck mal, jetzt machen wir mal hier. Oh. Nee. Ah, du hast keinen Boost mehr. Für den Punkt war ganz entspannt. Wie beim Eishockey. Oh nein, ein Eigentor. Oh Gott. Ein Eigentor. Samara! Ja. Lorian. Nee, wir bleiben ruhig. Oh Gott. Wir bleiben ruhig. Alter, was macht er? Das ist unfair. 3-1. Jetzt streng dich doch noch mal an, Herrgott. Lorian, hier, feuer ihn mal an. Okay, komm. Komm, du schau. Wenn der jetzt reingeht, ne? Du schaffst das. 3 Minuten 40 noch, nicht mal die Hälfte rum. Ne? Schaffen wir. Das wäre ganz schön aufregend, wenn ich das jetzt schaffe. Also auch. Oh. Oh nein. Und sonst vielleicht? Oh nein. Aber es sieht schlecht aus. Ich hätte eben gewinnen müssen. Ich hätte eben den Sack zumachen müssen. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob du gegen eine von diesen Leuten da jetzt gerade die Chance von diesen Computern. Ja, das glaube ich auch lass nicht. Das. 5-1. 5-1, ja. Boah, das sieht nicht gut aus. Es ist noch alles drin. Gunnar. Jetzt bist du hier der. Guck mal. Jetzt aufstehen. Soll ich ihn drüben reinmachen? Wolltest du das gerade sagen? Ja, ich muss da langsam mal fallen. Oh, spring doch. Geh. Und weißt du noch, als er gesagt hat, Boost ist wichtig? Ja. Du hast die ganze Zeit null. Ja. Jetzt habe ich. Gut. Das stimmt. Hab ich es euch doch gesagt. Oh, schön jetzt, gerettet. Jetzt komm. Hälfte ist rum. Das kann, ist noch alles drin. Ist noch alles drin, ne? Ist noch alles drin. Komm. Nein. Ich hatte keinen Boost. Ich wollte ihn noch einsammeln. Er braucht nicht dein ganzes Boost. Du musst ein bisschen noch behalten. Da schreddert das, der Puck an der Band entlang. Das finde ich nicht gut. Komm. Komm. Wer? Er hätte mir das eine Tor hätte mir jetzt gönnen können. Hätte er gönnen können, ja. Gönnen können. Jetzt hier den Boost. Warte doch vom Tor! Warte doch vom Tor, Alter. Oh, ey, das schaffst du. Nein! Der hätte drin sein müssen! Oh Gott! Ja, nicht nur der, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Der hätte schon eben der andere auch schon drin sein müssen. Und jetzt, ich mach ihn nicht rein! Da hätten ganz schön viele schon drin sein müssen.
Oh, jetzt aber. Boost. So. Boost. Komm, 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 komm. Boost. Nein. Wie den rausfischen? Das ist doch... Wieso spielen wir denn... Was machst du? Es ist doch schwer genug, mit gegen zwei. Ja, so ist die Challenge. Oh Mann. Mach mich fertig. Nein, der geht auch wieder. Gunnar! Ich sag nichts. Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Um das Spiel? Ja. 6:1. Noch eine Minute. Mann, ey. Es ist noch alles drin. Wir haben noch eine Minute. Ja. Wir haben und in einer Minute kriegst du keine 6 Tore noch. Ist noch alles drin, habe ich gesagt. Positivität gibt's ja auch nicht mehr. Komm, denken wir auch positiv. Da musst du auch langsam mal ein Tor machen, ne? Ja, mach ich jetzt. Es hat doch so gut angefangen. Ja, ne? Komm. 10 Sekunden. Jetzt habe ich mir vorgelegt. Also, wenn ich ehrlich bin, war's schon. Das war's. Nein, es ist noch alles drin. Nächstes wäre drin. Guck mal, 40 Sekunden. Easy. 6 Tore, ja. Easy? Ja, komm, dann zeig. Zeig. Profi. Easy. Ich sag's dir, pass auf. Zack. Jetzt alle drei. Jetzt. Alle 5 Sekunden Tor. Oh! Guck, schnell! Ey, das war stark. Ja, ja, gleich. Aber 30 Sekunden nur noch. Wie heißt das auf der Mittellinie? Oh, den hätte ich gebraucht, den Boost. Oh! Oh! Yeah. Oh! Ja, du, Gunnar, du kannst es doch! Du kannst es doch! Gunnar, das ist Comeback! So, 4 noch! Comeback, Alter. Aber nee, das schaffst du nicht mehr. Ja, wie gesagt, alle 5 Sekunden ein Tor, dann ist alles gut. Easy. Jetzt sind aber schon wieder 5 Sekunden vergangen. Oh, ja. 10 Sekunden. 10 Sekunden noch. Oh. Jetzt noch 4 ja. Tore in 10 Sekunden. Ja, easy. Da hast du recht. Oh, der war gut. Warum warst du am Ende so gut? Nein. 2:1. Ansage. Ist verloren. Ja. Schade. Ja, hast gesehen, ne? Ja. Ich meine, ich hätte beim Basketball gewinnen müssen, glaube ich. Ich glaube, das wäre der Trick gewesen. Ja. Muss man halt nur einen Korb mehr machen als der Gegner, ne? Ah. Ja, aber es lag auf jeden Fall nicht an Gunnar. Also, findest nur, weil du? Er nicht redet. Weiß ich nicht. Ja, ich finde auch. Ja, okay. Das Eigentor habe ich aber auch gesehen, ne? Nein, ich erinnere mich an kein Eigentor. Oh Gott! Oh. Ein Eigentor. Lorian, hör auf jetzt! Hör auf jetzt, die Leute gucken schon. Ja, war ein bisschen traurig. Und ich habe leider, du hast mir den Tipp gegeben, dass ich den Boost immer voll haben muss. Das ja. hat auch, das hat ja, hast du ja gesehen, so mittelgut geklappt, ne? Ja. Vielleicht hätte das den Sieg gebracht. Du, das habe ich dir ein paar Mal sogar gesagt. Ja, du hast es sogar gesagt. Warum höre ich nicht auf euch? Ja gut, aber insgesamt war es 2:1, da ist schon knapp, aber diese Eishockey-Nummer, die üben wir nochmal. Das Basketball fühlte sich auch schon eigentlich gewonnen an. Ja, also, du hättest es fast geschafft, zweimal zu gewinnen, aber beim Eishockey, ja, warum nicht nach Ruhe drin? Okay, ja, aber danke für die Challenge, das war ja mega. Also, ich hab's nicht erwartet. Abgefahren, es war abgefahren. Ja, ja, vielen Dank, wir haben es leider nicht geschafft. Er hat mein Bestes gegeben. Er übt jetzt ein bisschen und dann nächstes Mal. Merk schon. Geil, danke, ne? Jo, haut rein. Bye. Alles gut, tschüss. Ciao. Arthur ist traurig. Er hat's nicht geschafft. Aber bald gibt es wieder eine Ansage. Und wenn ihr eine Gamerin oder Gamer kennt, die auch eine Ansage verdient haben, dann schickt uns das Spiel und die Person an ansage@kika.de. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Oh, oh.